Tag, hier ist der Gusor wieder und er spielt wieder ein bisschen Clash Royale. Ich hoffe, es gefällt euch. Bei mir gefällt's. Mal gucken, ob wir... Ah, okay. Ja, gut, okay, das sollte jetzt zu handeln sein hier. Haut er hier gleich den Knall raus oder was? Okay, jetzt warten wir mal. Schön, was er hier mit Tesla und so am Start hat. Na nun komm, setz den Riesen doch schon. So, jetzt müsste er ja eigentlich auch wieder kommen. Jetzt setze ich auf jeden Fall meinen Wizard. Kommen noch ein paar Feuergeisterchen ran hier. Dass die halt den... Ja genau, Alter, wie er einfach mal so hardcore meinen... coolen Magier wegblitzt. Der hatte eigentlich alles. Ich... Ja, das ist... Damit habe ich jetzt natürlich nicht gerechnet, weil ich dachte halt eben schön, yeah, der Magier ist am Start und der bringt mir dann Hilfe. Ah, da ist natürlich jetzt auch... Klar, der Hock geht jetzt auf den Ofen, aber da war der Riese jetzt so das Schlechteste, was man überhaupt hätte droppen können, weil der bringt mir hier natürlich auch nicht weiter, weil wenn er nicht bis dorthin kommt... ist er total für die Hose, beziehungsweise für die Katze oder wie auch immer, für jeden, den ich nicht brauchen kann. Komm, bitte kill den mal. Ja, genau, läuft, Junge. Das könnte ich ganz dekadent machen, aber mache ich nicht, weil ich denke, er hat zusätzlich auch noch den Blitz wieder am Start. Ah, da habe ich jetzt Angst vor. Da habe ich jetzt Hardcore-Schiss vor, muss ich jetzt echt sagen. Weil ich denke, er wird mich wieder blitzen. Alter, wie er ganz hart hier... Na, er wird sich sagen, gut, okay, der Turm ist eh down. Den nimmt der halt down. Aber wisst ihr was? Ich hier gehe hier noch ein bisschen härter ran und sage, eventuell knacke ich dich hier gleich richtig. Gucken wir mal, was hier passiert. Weil so schlecht ist meine Aufstellung nicht. Wie sieht's denn aus hier mit Kobolden im Fass? Directly into the face from the Gegner. Immerhin. Jetzt probiere ich hier noch ein bisschen was. Zack, der Magier. Ja klar, der Turm geht down. Oh ja, jetzt hier schön mit seinem dunklen Ritter. Der hat mir natürlich richtig was gegeben. Nichts Gutes natürlich. Ja genau, hat er schön meinen Turm weggeblitzt. Und jetzt habe ich ein Problem. Jetzt habe ich ein richtiges Problem, was mir jetzt nämlich gerade auffällt. Scheiße. Ich muss auf jeden Fall meinen anderen Turm hier jetzt... Warum habe ich da den Ofen gesetzt? Klar, weil ich halt da sitze und sonst ein riesiges Problem habe, weil der hier meinen Turm wegholt. Ja genau, ja. Das war genauso. Aber ich habe wenigstens vorher dran gedacht, weil er konnte mir halt die Sachen wegblitzen. Schisse. Der Blitz war natürlich echt heftig. Gleich nochmal hier. Wir wollen uns ja nicht geschlagen geben. Ich hau mal gleich meinen Riesen raus hier. Jo, okay. Wenn er spammt, dann spamme ich auch. Was er kann, kann ich schon lange. Dafür hat der Feuerball nicht ausgereicht. Komm, hier wollen wir kein Risiko eingehen. Umso länger halten meine Truppen. Na, schade. Ich hätte mir den Riesen noch ein bisschen länger gewünscht. Magier? Er konnte nicht freezen. Beziehungsweise hat es einfach nicht gemacht. Und wenn, dann zu spät. Oh, was kommt jetzt? Jetzt kommt garantiert hier wieder so ein... Genau. So ein Cranker-Shit von ihm. Mein Cranker-Ofen kommt auf jeden Fall. Und da sieht die Walküre natürlich auch so ein bisschen popelig gegen aus. Das ist natürlich geil. Okay, ich habe was gegen die Walküre. Weil die mich sonst schon ganz schön zerfetzt hat immer. Fand ich persönlich jetzt nicht so toll. Okay, also er will richtig hart spammen. Ja, Junge, wenn du spammen willst, okay, kein Thema. Also ich kann auch Kobolde, so ist nicht.
Okay, da hat er Pfeile, also dann lohnt sich das nicht. Ich habe das nämlich eine ganze Zeit lang einfach gemacht, trotzdem die Kobolde im Fass rausgehauen. Und das ist sowas, was sich irgendwie nicht wirklich lohnt. Dann einfach trotzdem die Kobolde rauszuhauen. Ofen hier gleich mal gedroppt. Passt, weil die Walküre gerade anschießt. Und ich kann schon wieder mal gar nicht reden. Ah, Walküre rasiert den Ofen weg. Es sind zu viele. Ah, nicht Schwein. Nicht gut. Nix gut, Schwein. Aber ich komme ein bisschen dicht daran. Ich sehe gerade, ich habe ja schon 1000 nur noch. Junge, was soll denn das? Tu mir doch nicht so weh. Da muss jetzt mal was gehen. Also hier muss ich jetzt einen harten Push mal bringen hier. Ah, er hat die Pfeile. Er hat die Pfeile. Ich warte. Und jetzt den Riese. Ja, gut. Das ging doch schon mal ganz gut. Und jetzt brauche ich hier richtig, richtig Glück. Ja, Lakaien weg. Ah, ich bin so ganz zwiegespalten. Ich weiß noch nicht, was ich machen soll hier. Walküre. Ja, das ist egal. Ich will hier wieder einen richtig fetten Push wieder haben. Na, fetter Push am Arsch, Alter. So. Kriegen wir das hin? Kriegen wir das hin? Wird das was? Ah, er ist so schlecht nicht, würde ich sagen. Sagen wir es mal so. Er ist so schlecht nicht. Ah, und jetzt im Feuerball macht er mich hier noch echt nackig. Hat er ihn gespiegelt, wa? Der alte Sack. Ja, okay. Eieiei. Das ist natürlich nicht so gut. Kriegen wir noch einen? Ach komm. Auch wenn ich jetzt nochmal auf den Sack krieg. Ich würde gern nochmal. Weil Arena 6 wäre ich schon wieder gerne drinne. Idris. Ja, genau, ja, stimmt. Ja. Voll. Mache ich auch immer. Okay, also ich würde mal sagen, er hat nicht wirklich einen Sinn. Also beziehungsweise, er möchte jetzt hier einfach sinnfrei irgendwas machen. Aber das ist okay, damit kann ich leben. Wenn mir Pokis geschenkt werden, passt das. Hau ich den da schon mal weg, weil er die Pfeile ja schon weggeballert hat. Mal gucken, okay, hier kommt auch gar nichts als Gegenwehr. Finde ich nicht wild. Vielen, vielen Dank, Idris. Und jetzt macht er mich nur nackig hier richtig hart. Jo, Dankeschön. Kampf vorbei. Also macht der Guso das. Nee, also ich sag mal, das ist natürlich klar, warum man sieht, der nicht auf die Schulter klopfen. Derjenige hat es mich wissen lassen, dass er Pokis vielleicht droppen wollte oder wie auch immer. Kann ja sein. Magier? Ja, schon wieder so ein kleiner Hüttendropper hier. Muss denn das sein? Ja, da bin ich natürlich mit den Luckys gar nicht so verkehrt aufgestellt. Da bin ich ziemlich gut sogar aufgestellt. Das gefällt ihm garantiert nicht. Das ist pain in the ass, würde man ja als englischer YouTuber sagen, glaube ich. So, hier droppen wir nochmal, dass der hier mich in Ruhe lässt. Eieieiei. Ja, mit dem Schwein habe ich jetzt nicht gerechnet. Ja, tut mir leid. Haut er hier mich ganz schön ziemlich doll kaputt. Kacke. Ich bin echt hin und her gerissen. Die Walküre ist jetzt nicht mehr so stark. Die lasse ich rankommen. Aber wenn er jetzt natürlich dann wieder was bringt, dann ist mein Turm down. Wenn er jetzt nämlich nochmal einen Hock oder sowas gebracht hätte, wäre nicht so lustig gewesen. Glaubt's mir oder nicht? Es ist so. So, hier.
Bam, kaputt. Und jetzt würde ich mal sagen, dann muss ich... Ich würde aber gerne da angreifen. Also er entscheidet definitiv, also er bestimmt hier definitiv das Spiel. Das sieht man knallhart. Ich bin nur der kleine Buhn, der hier ihm ja hin und her springt. Mal gucken, ob wir jetzt mit dem Koboldfass hier ein bisschen was reißen können oder ob er das einfach wegfeilt. Nee, er hat die Skelette als Abwehr genutzt. Gucken wir mal, ob wir da noch ein bisschen was rauskitzeln können. Ich warte. War vielleicht gar nicht so verkehrt. Ei, der hat wieder so viel scheiß Kobolde, Alter. Gibt es sowas, wenn ich jetzt natürlich clever bin und eventuell den einen oder anderen guten Hit mache, könnte ich ihn vielleicht so ein bisschen überrumpeln? Vielleicht. Hätte er sein können. Arschnase. Ja, okay, das war's. Jetzt hier Riese droppen, dass ich wenigstens noch... Ha, ich glaube, selbst das wird nichts mehr. Ich muss ihn ablenken hier. Dass ich schön mein geschmeidiges Koboldfass da platzieren kann. Nee, kacke. Er war halt mir überlegen. Alles wieder für den Arsch. Schade. Ach, ärgerlich. War wieder eine Fail-Runde, aber ihr wisst ja, mal verliert man, mal gewinnen die anderen. So ist das. Ich wünsche euch was und ihr haut rein. Ciao, ciao.